So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Guidance war ja vorher kurz down. Jetzt sollten die Streams funktionieren. Und ja, noch kurz der Risikohinweis, dann geht es auch schon los. Fangen wir erstmal mit den etwas unspektakulären Sachen an. Aber es gibt auch heute nichts, ja, komplett Außergewöhnliches, auch bei den anderen Werten nicht. Also Gold dümpelt jetzt weiter hier rum. Ja, vielleicht ist es auch gut so, dass sich vielleicht viele jetzt vom Gold abwenden, die kurzfristigen Trader, und sagen, ja, hier ist Wischiwaschi angesagt. Ja, andererseits spricht es oder könnte das eben auch nochmal für ein finales Low dann sprechen, wo dann hier beim Gold zum Beispiel noch die 1236 angelaufen wird. Ja, größere, also ich kann es mir eigentlich, ja, sollte sich das eben insgesamt Gold weiter nach oben auffächern, sollte hier definitiv das hier enden, auf Wochenschlussbasis jedenfalls, ja. Auf Tagesbasis, ja, ist hier eben ein Fibonacci eigentlich erreicht worden. Also ich müsste nicht ein Tief folgen. Allerdings wäre, wenn jetzt ein Tief folgt und dann keine weiteren Verkäufe sich anschließen, wäre das definitiv dann ein Zeichen für eine größere Rebound-Bewegung. Aktuell, ja, ist halt nichts Aussagekräftiges zu nennen. Deswegen beim Silber kann man relativ schnell drüber gehen. Ist eben auch, kann man hier den Stundenchart, da ist die wichtige Linie, die hält noch. In meinen Augen ist es noch eine wichtige Unterstützungszone-Linie. Und hier, wenn man da den Tageschart eben anschaut, wäre hier noch ein schneller Abverkauf, knapp unter 17 US-Dollar möglich, denkbar. Doch dann sollte es eben spätestens auf Tagesbasis sowieso halten, dann die 16,90 oder auch im Idealfall dann Intraday nur ein Mini-Rücksetzer, kurz eben an die 16,90 und dann nach oben. Also das war es jetzt hier für Gold und Silber. Leider hat sich eben dieses Szenario, was ich am Anfang der Woche ja präferiert habe, eben nicht durchgesetzt. Kurz eben noch zu den Aktien, also Goldwerte oder Silberminenwerte. Die haben hier eigentlich, ja, ein bisschen schönere Muster, beziehungsweise haben eben gestern eben schon, ja, wurden Käufe gesehen, die aber dann halt nicht bis Handelsschluss ganz hielten. Aber da sieht das Bild eher, oder sieht es besser aus als beim Gold und Silber an sich. Also da gab es eben kleinere Bewegungen nach oben oder eine Kinross Tagesbasis. Ja. Kann sich leicht dabei. Auch die Muster würden eben noch ein weiteres Tief, ja, nicht ganz favorisieren, aber wäre halt möglich. So, dann kommen wir zunächst nochmal zu Walt Disney. Die hat jetzt hier zwar nicht eine Hammerkerze gemacht, da gab es auch noch kleinere Abverkäufe. Allerdings, wie schon gestern erwähnt, ist das für mich ein schöner Wert. Allerdings eben, weil die Kerze nicht, ja, ganz perfekt ist, kann sich das hier noch leicht nach unten nochmal sich ausdehnen. Deswegen den Stopp auf das Tagestief wäre vielleicht zu riskant, so wie es jetzt hier eingezeichnet war. Ja, jetzt direkt Tagesschlussbasis. Könnte genauso laufen, wie jetzt hier dann grau eingezeichnet, aber das Ausbruchssignal würde eh erst, also für Ausbruchstrader, das ist definitiv komplett antizyklisch, erst bei ca. 94,20 dann auftreten.
Nasdaq hat sich hier gedreht, dann kam man da nicht weiter und der Dow Jones Index hat jetzt hier diese Linie sehr genau. Hier gab es immer die 4 Stunden Schlusskurse über dieser Linie. Hier wurde diese Trendlinie dann exakt fast angelaufen und eben auch der EMA 200 liegt hier. Also für eine weitere Erholung spricht es definitiv noch und auf Tagesschlussbasis, wenn diese Marke hier bricht, dann dürften wir hier ja, schnelle 200 Punkte sehen, Verluste. Was hier vielleicht noch zu nennen wäre, hier noch ein Gap, dann bei 17.900, sehe ich hier gerade. Dann kommen wir zum noch ganz kurz zum australischen Dollar, kanadischen Dollar. Er ist direkt wieder heute Nacht wie gestern schon möglich. Allerdings hier auch das Ausbruchssignal liegt weiter oben. Dann eben zum DAX. Da wollte ich erst hier auf Xetra. Gab es hier eine Tagesunterstützung. Die wurde hier verteidigt. Das ist dann eben die Hammerkerze auf Xetra-Basis. Wie man sieht, startet er natürlich positiv, da eben ja auch ja nachbörslich hier der DAX angestiegen ist. Hier wäre jetzt, ohne dass jetzt hier ein neues Tief folgt, also hier der Stopp, wäre eben hier so ein Gap Close denkbar, 10.550. Alles, was darüber ist, denke ich mal, wäre dann für einen Freitag bullish. Eher würde ich das dann so sehen, dass es dann wieder abwärts geht. Es kann sich, was hier auch ist, das ist alles jetzt nicht wirklich, wie gesagt, die Muster sind hier nicht so schön, kann sich auch hier erstmal ein Stück nach unten ausdehnen. Und dann nochmal einen Angriff nach oben wagen. Sowas kann auch sein. Weiteres kann ich zum DAX im Moment nicht sagen. Den Wochenchart ja, ist jetzt hier erstmal nichts. Eher leicht bärisch. Danke fürs Zuhören, dann bis später.